Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal was ganz Besonderes. Wir sind hier irgendwo am Wald in der Wiese. Wunderschön, die Sonne geht gerade unter und ich habe euch heute was Besonderes mitgebracht. Und zwar ein Custom-Bild vom Schaltwerk Schweigern vom Pivot Firebird 29, wo ich ja selber auch fahre. Aber ich habe ja die normale Team XX1 Variante und an dem Fahrrad ist wirklich so gut wie alles custom, von Dämpfer, Gabel, Laufrädern, Kurbel, selbst die Schaltröllchen sind an dem Ding custom. Die Sonne geht gerade unter, wir haben gerade schon einen fetten Porn für euch gedreht und ich würde sagen, wir geben euch einfach mal ein paar fette Bilder und ich wünsche euch einfach nur viel Spaß. Genießt das Bike, ist einfach nur sehr geil und ich würde sagen, wir fangen an. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go! This is the first time I'm walking away from you. But this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is in my head. Don't cry, I keep telling myself you will wake up instead. Ja, also ihr habt jetzt gerade den Porn gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, mega Kiste. Und genau, ich würde euch jetzt einfach mal so ein paar Teile an dem Ding erklären, was da alles verändert wurde. Und genau, ich fange mal an mit dem Cockpit. Wir haben einen Beast Components Lenker drauf mit einer 800er Breite. Also auch der Lenker wurde hier tatsächlich geändert, was ganz Besonderes. Und genau, Griffe haben wir von Esculap, die 7OX, ganz normal, die gleichen, die ich auch fahre, aber hier halt in Gelb. Ja, der Sattel ist der 611 ErgoWave Active, ist der gleiche Sattel, den ich auch fahre, nur mit einem anderen Bezug, also nicht mit dem Alcantara-Bezug, den ich fahre. Genau. Wenn ich mir hier während dem Video ein paar Fliegen aus dem Gesicht schlage, dann seid mir nicht böse. Aber hier hat es saumäßig viele Mücken in der Wiese und es ist abends, das heißt, bevor ich ganz verstochen bin. Aber der Spot ist einfach geil. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal mit dem Hauptding weiter, was mir am meisten gefällt an dem Rad, und zwar die Gabel. Wir haben bei der Gabel hier eigentlich eine Einzelanfertigung. Das Ding gibt es, gehen wir davon aus, nur einmal. Weil ihr seht, wir haben ein orangenes Casting, schwarze Standrohre, also eigentlich die Standrohre von der Performance-Gabel, aber wir haben wie in der Factory-Gabel die Grip 2-Kartusche in der Gabel verbaut. Und das ist eben ganz besonders an der Gabel und auch in diesem Federweg mit 29 Zoll ist die Gabel so nicht verfügbar. Das heißt, das ist eine Einzelanfertigung von Fox fürs Schaltwerk Schweigern. Für dieses Bike gibt es nur einmal das Teil. Ja, bei der Gabel haben wir zusätzlich noch die E-Bike-Brücke. Also das heißt, es gibt ja von Fox spezielle E-Bike-Gabeln, die einfach von der Brücke oben steifer gebaut sind. Und das ist auch noch die E-Bike-Brücke, also um die Gabel noch steifer zu machen und hier im normalen Bike drin. Dann haben wir auch den Dämpfer geändert. Und zwar ist es der Double Barrel von Crane Creek. Ja, was das Bike besonders leicht macht, sind die Laufräder. Die Laufräder sind auch komplett custom und zwar vom Christian Jenny. Das ist ein ehemaliger Produktionsleiter von Tune
Und der baut jetzt eben selber Laufräder, custom zusammengebaut. Ihr habt die orangenen Nippel im Porn gesehen. Ich blende euch hier auch nochmal was ein. Und ja, das Ding sind einfach Einzelanfertigungen, die auf das bestimmte Gewicht dann angepasst werden können und deshalb eben besonders leicht sind. Ja, dann haben wir auch noch eine besondere Kurbel verbaut, nämlich nicht die Standardkurbel, die sonst in so einem Rad verbaut wird. Und zwar ist es die Race Phase 6. Ja, endgeil, das Teil passt farblich perfekt zum Rad, zu den Decals auf dem Rad, beziehungsweise der Lackierung vom Rad und auch zur Gabel in Orange perfekt passend. Ja, Bremsen haben wir verbaut, Magura MT7 mit Trickstoff-Scheiben und Trickstoff-Belegen. Eben für richtig Bremspower und vorne 200 mm und auch hinten. Und genau, da haben wir halt richtig Bisse auf der Bremse, da geht es richtig ab. Vorne ist noch der Hebel auf HC3 Hebel getauscht, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Und die Schrauben, die ihr alle seht an dem Fahrrad, die sind auch spezielle Schrauben. Da kostet, glaube ich, eine Schraube 5 Euro oder so. Das sind extra Leichtbauschrauben, eloxiert, wie ihr gesehen habt. Und ja, also mega krass. Und genau, vorne im Vorbau haben wir keine normale Headcap, also kein normales Topcap, wie ihr das sonst aus normalen Rädern kennt, sondern wir haben das One-Up-Tool da drin verbaut. Das heißt, in dem Steuersatz praktisch ist ein Tool verbaut, das man rausziehen kann. Und da hat es einen kleinen Imbusssatz drin, ein Kettenschloss und so weiter. Also, genau. Also, wir haben im Schaltwerk selber auch noch was verändert. Und zwar die Röllchen. Das sind keramikgelagerte Schaltröllchen, CNC gefräst, um da eben auch noch Gewicht rauszuholen. Und die sind auch orange eloxiert mit orange eloxierten Schrauben. Also auch die Schrauben im Schaltwerk sind da geändert und passt, wie gesagt, wieder mega zu dem Rad, zu den Nippeln von den Laufrädern, zur Gabel, zur Kurbel. Also einfach nur perfekt. Ja, Pedale haben wir noch verbaut, die neuen MacPads. Ist eigentlich selbsterklärend, die sind tatsächlich Standard, aber wie gesagt, die neue Variante, das heißt, wir haben jetzt auf beiden Seiten den Magneten, dass man nicht immer die Seite suchen muss zum Einklicken, sondern wie gesagt, auf beiden Seiten der Magnet zum Einklicken und genau, wesentlich einfacher dann zu handeln beim Fahren. Ja, dann als kleines Highlight, das haben wir jetzt gerade noch draufgebaut, der Flaschenhalter. Das ist der normale Flaschenhalter von der Fitlock-Flasche. Und da gibt es eben dieses Spezialtool, sage ich jetzt mal, den Spezialaufsatz, wo man jede beliebige Flasche mit so einem Spanner einspannen kann, wie bei Radschuhen, kennt ihr das vielleicht. Da kann man, wie gesagt, mit zwei dünnen Kabeln jede beliebige Flasche darauf einspannen und dann auf den Magnetflaschenhalter klicken. Wir haben hier mal eine Limo genommen. Genau, aber ihr könnt da, wie gesagt, wenn ihr das Teil wollt oder so, jede beliebige Flasche da reinschnallen. Keine Ahnung, eine Bierflasche oder was ihr auch immer wollt und dann da am Fahrrad befestigen. Wir haben den jetzt hier mal ans Oberrohr gemacht. Und die normale Fitlock-Flasche, wie ihr im Video auch gesehen habt, passt da natürlich auch drauf. Ja, wenn wir am Ende mal so zum einem kleinen Resümee von dem Teil kommen, dann sehen wir, dass da wirklich viel Arbeit drin steckt, viel Mühe auch drin steckt. Und ja, da vom Schaltwerk Schweigern wirklich ein klasse Bike, finde ich, aufgebaut worden ist. Ich bin selber überrascht, was an meinem Bike, das ich ja selber fahre, alles mögt. Ja, und was finde ich krass ist, das Bike hat 170 mm und Federweg und ist wirklich ein Freerider, kann man eigentlich sagen. Super Enduro Freerider, wie ihr es auch immer wollt. Und damit kann man es richtig krachen lassen, wirklich. Und das Gewicht ist, finde ich, echt erschreckend gering. Das Teil wiegt ohne Pedale nur 12,6 Kilo. Und ja, für so ein Rad in der Kategorie finde ich das krass. Und was man aber auch dazu sagen muss, das Teil ist jetzt nicht nur auf Leichtbau gebaut, sondern wie ihr auch an der Gabel, gerade an der Brücke, an der E-Bike-Brücke, dass dort die E-Bike-Brücke verbaut ist, seht, das Teil ist auch auf Stabilität gebaut. Also das soll nicht einfach nur leicht sein und bricht dann bei der ersten Abfahrt, sage ich jetzt mal übertrieben, sondern
wir haben hier wirklich auch einfach ein stabiles Rad, wo wirklich auf Stabilität gebaut ist, dass man das auch richtig krachen lassen kann. Allerdings gebe ich euch einen Tipp, ich würde die Flasche, glaube ich, auf einer richtig heftigen Downhill-Fahrt nicht so drauf machen. Ich hätte schon Angst, dass er abgeht und aufs Rad knallt und der Rahmen einen Kratzer hat. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Falls ihr Fragen zu dem Bike habt, könnt ihr die einfach in die Kommentare schreiben. Ich denke, ich und der Andi vom Schaltwerk Schweigern werden da euch gern Fragen dazu beantworten. Wenn ihr selber Bock habt auf so einen Custom-Umbau oder sowas in der Art, wenn ihr euch sowas in die Richtung vorstellt oder auch mit einem anderen Rahmen, hier jetzt eigentlich mal nur ein Beispiel, dann schaut auf jeden Fall mal beim Schaltwerk Schweigern vorbei. Wie gesagt, bei Heilbronn Schweigern in der Nähe. Gebt es einfach mal ein und schaut da mal vorbei. Ja, da findet ihr solche Teile und könnt euch die dort auch selber, so wie ihr es wollt, so zusammenstellen lassen. Und ich finde es einfach nur mega geil. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob euch solche Sachen gefallen, ob euch das gefällt, wenn ich euch ab und zu mal sowas zeige und ihr auch mal seht, was so alles geht, was alles möglich ist. Und genau, vielen Dank auch an Schaltwerk Schweigern, dass wir das Teil mal zum Filmen bekommen haben. Ja, weil ich finde, das ist einfach mega cool. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da. Da freue ich mich wirklich mega drüber. Und ja, bis bald, bis im nächsten Video. Haut rein. Ciao. This is the first time I'm walking away from you. But this is the third time.